Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ganz Normal Vegan. Ich freue mich ganz besonders, dass du, Imke, heute dabei bist. Und da ich weiß, dass wir, wenn wir miteinander quatschen, immer ganz viel zu erzählen haben, würde ich sagen, legen wir direkt los. Wie in den letzten Folgen auch, starten wir mit einer Schnellfrage-Antwort-Runde. Da geht es nur ein bisschen darum, mal so einen kleinen Steckbrief abzuarbeiten, um dich ein bisschen näher kennenzulernen. Du bist bereit? Ja, klar, ich bin bereit. Dann legen wir mal los. Wo wohnst du? In Herford. Wie alt bist du? 37. Beruf? Lehrerin. Da müssen wir eine Sonderfrage einbauen. Bei Lehrer und Lehrerin müssen wir natürlich nachfragen, welche Fächer? Mathematik und Wirtschaft und alles, was so in dem Bereich Datenverarbeitung und Computer-Leitvariante dazugehört. Okay, Hobbys? Reiten oder beziehungsweise mein Pferd pflegen und laufen. Lieblingsgericht? Lasagne? Die vegane Variante. Wäre für mich etwas, was ich quasi jede Woche oder jeden Tag essen könnte. Von daher passt das voll gut. Wie lange bist du schon oder lebst du schon vegan? 4 Jahre fast. Okay. Welches Klischee oder welches Vorurteil nervt dich am meisten? Dass mir was fehlt. Dass mir irgendwelche Nährstoffe fehlen zum Beispiel. Das nervt. Okay. Wenn mich da jemand drauf anspricht und sagt, Mensch, da fehlt doch jetzt was, weil ich jetzt kein Wurstbrot esse oder so. Okay, das war's schon. Kommen wir natürlich direkt zur wichtigsten Frage. Warum lebst du vegan? Wie ging alles an? Erzähl mal deine Geschichte. Das ist natürlich das, was die meisten da draußen interessiert. Ja, also warum ich vegan geworden bin, differenziert sich so ein bisschen. Ich war lange Vegetarier, wegen der Tiere. Und habe dann am Bahnhof mal eine Zeitschrift gefunden, in der es denn um Veganismus ging und wo denn die ganzen Umweltschäden mal aufgezählt worden sind, die tatsächlich bei der Milchindustrie oder der Eierindustrie entstehen. Und das war mir nicht klar. Ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt und habe dann darüber hinaus mich dann ein bisschen mehr mit beschäftigt und habe gedacht, war ein Quatsch eigentlich. Und ich bin ehrlich gesagt über diesen Umweltaspekt so Richtung Veganismus gekommen. Habe dann angefangen, mich einzuarbeiten. Und heute lebe ich vegan. Ich glaube, heute würde ich eher sagen, wirklich für die Tiere, weil ich gesehen habe, wie viel Qual da noch hintersteckt, hinter dieser Milchindustrie. Das ist jetzt heute mein Beweggrund dafür, einzustehen und das auch durchzuziehen. Und um es dann direkt vorwegzunehmen, also dir fehlt nichts, oder? Nein. Im Gegenteil, muss man natürlich dazu sagen. Auch ein großer Punkt, dass ich mich viel mit der Ernährung da auseinandergesetzt habe und dann festgestellt habe, dass ich damit gesundheitlich viel, viel besser dastehe als vorher. Aber das war ja mehr so eine mittelfristige Sache, die man dann ja so ein bisschen lernen muss. Denn genau wie alle anderen konventionellen Esser hatte auch ich ja am Anfang das Vorurteil und habe gedacht, mir fehlt jetzt irgendwas, wenn ich anfange, mich vegan zu ernähren. So wird uns das ja beigebracht. Das heißt aber, du gehst regelmäßig zum Arzt, lässt deine Blutwerte kontrollieren oder wie handhabst du das? Genau, also interessanterweise hatte ich tatsächlich, als ich Vegetarier war, ein Blutcheck vom Amtsarzt war das. Es wurde dann festgestellt, meine Cholesterinwerte wären leicht erhöht. Ich sollte mal mit dem Arzt sprechen, das wäre nicht so schlimm, aber in meinem Alter dürfte das eigentlich noch nicht sein. Ich habe mir dann da nichts von gemacht. Bin dann irgendwie in dieser Zeit aber auf vegan umgestiegen, bin dann 3-4 Jahre später wieder beim Amtsarzt gelandet und meine Cholesterinwerte waren wirklich gut. Und die Ärztin fragte mich noch, sagt sie, ja, was haben Sie da jetzt in der Zwischenzeit gemacht? Ich sage, nichts. Und mir war das in dem Moment noch gar nicht klar, das könnte eventuell was mit der Ernährung zu tun haben, habe das dann im Nachhinein erst für mich reflektiert. Genau, und seitdem bin ich aber auch dabei geblieben, dass ich einmal im Jahr oder alle 20 Monate vielleicht mal zum Arzt gehe und dann meinen Blutcheck mache. Der letzte ist jetzt noch gar nicht lange her. Mein Arzt ist da auch sehr aufgeschlossen. Er macht das dann alles gut mit und gibt mir die Werte, die ich haben möchte. Und jedes Mal sagt er wieder, alles gut, weitermachen. Ja. Okay. Ja, das ist in mehrerlei Hinsicht ganz wichtig, weil du hast
aus verschiedenen Gründen natürlich einen Vorbildcharakter. Eine Frage, die haben wir gerade im Fragebogen im Prinzip übersprungen, das ist die nach dem Familienstand. Ja, Familienstand, glücklich verliebt in Patchwork-Kombination. Ja. Das ist der Punkt, wo ich nämlich jetzt direkt drauf hinaus möchte. Du hast selber 2 Kinder. Genau. Die sind wie alt? 5 und 9. Okay. Jo. Das wird viele jetzt interessieren. Wie handhabst du das mit den Kindern? Ja, da ich ja erst seit quasi 4 Jahren wirklich vegan lebe, hat der große Sohn im Grunde das noch nicht so mitgekriegt. Ich war als Vegetarier immer so ein bisschen der Meinung, das ist jetzt nur meins und alle anderen sollen doch bitte tun, was sie wollen. Dementsprechend hat der große Sohn, da war ich immer so ein bisschen der Meinung, der darf ruhig essen, was er will und der muss das selber mal entscheiden, wenn er groß ist. Der Meinung bin ich heute nicht mehr. Die Kinder werden jetzt heute von mir so erzogen oder so groß gefüttert, dass wir eben zu Hause nur vegan essen. Der Kleine bekommt im Kindergarten tatsächlich auch kein Fleisch, kein Fisch. Der Große hat die Möglichkeit in der Schule Fleisch, Fisch, was auch immer zu essen. Er ist ja nun auch schon ein bisschen älter und kann dann auch sagen, was er möchte und hat sich jetzt Anfang diesen Jahres aber da auch komplett dazu entschieden, dass er in der Schule auch kein Fleisch und Fisch mehr essen möchte. Ganz vegan wird es eben bei denen außerhalb immer ein bisschen schwierig. Hier zu Hause ist es nach wie vor vegan. Die Kinder wissen, warum. Ich habe hier ja die Möglichkeiten, die Produkte entsprechend zu substituieren, ne, aus einer Milch eine Hafermilch zu machen und aus einem Joghurt einen Sojajoghurt. Wenn die das jetzt in Kindergarten und Schule nicht so hinkriegen oder nicht wollen oder nicht machen, können wir damit leben. Ansonsten kriegen meine Kinder eben nur vegane Kost und sind auch gesund dabei, übrigens. Da muss man natürlich dann immer direkt fragen, weil man es halt immer wieder hört oder in irgendwelchen Gruppen liest. Was sagt die Kinderärztin oder der Kinderarzt dazu? Wissen die das? Wie gehst du damit um mit der Situation? Genau, also der Kinderarzt geht da gut mit um. Den habe ich natürlich auch direkt eingeweiht, weil man ein Stück weit unsicher ist. Sowohl ich als auch die Kinder nehmen allerdings auch Vitamin B und B12 und Vitamin D. Das war aber auch eine Empfehlung des Kinderarztes. Er sagte, unabhängig von vegan oder nicht, empfiehlt er sowieso immer Vitamin D zu nehmen. Das ist jetzt gar kein Geheimnis. Ansonsten sagte er, passen Sie halt auf und gucken Sie sich die Kinder an und ist so ein bisschen wie alle Ärzte da auch ein bisschen unbedarft, muss man sagen. Also er könnte mir jetzt auch raten, machen Sie einen Bluttest. Aber so ansonsten sind wir natürlich regelmäßig beim Check-up und wie gesagt, er weiß davon und ging da relativ gut, ziemlich gut mit um. Ja. Ich bin mal bei einer Fortbildungsveranstaltung gewesen, wo es halt auch um Prävention etc. ging. Natürlich auch Thema Ernährung. Und da weiß ich noch, wie der Professor vorne steht, seinen Vortrag hält und ganz klar sagt, ich habe an 2 Tagen auf der Uni etwas über Gesundheit gehört. An allen anderen Tagen haben wir über Krankheit gesprochen. Ja, genau. Das zu dem Thema und ich meine, über das, was Ernährung angeht, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ich meine, ich bin regelmäßig in Praxen, ich unterhalte mich da mit Ärzten und einige gehen da sehr offen mit um und sehr ehrlich mit um. Viele sagen dann auch, also das ist ein Thema, das geht mir echt so ein bisschen leid ab, dass da hätten wir mehr Informationen gebraucht, um da heute was machen zu können. Aber genau. Was ich denn schade finde, also was ich gut finde, ist, wenn die Ärzte sagen, ich habe da nicht so viel Ahnung von. Wenn sie sich gut fühlen, alles gut. Oder suchen sie sich einen Ernährungsberater. Was ich immer schade finde, ist, wenn die Ärzte das dann abwiegeln und vom Hören sagen, eigentlich nur das weitertragen, was ja die Allgemeinheit auch ständig hört. Nämlich, dass man Fleisch braucht für irgendetwas. Absolut. Das tun sowohl mein Arzt als auch eben der Kinderarzt nicht. Da bin ich dann sehr dankbar drum und bin da größtenteils autark und kann mich da jetzt frei entfalten. Gut, ich meine, du weißt ja auch, wie diese Aktion mit dem YouTube-Kanal zustande gekommen ist. Also letztendlich war es ja mit auf Initiative aufgrund oder mit auf Initiative eines Arztes,
der halt letztendlich gesagt hat, ja, ich lebe selber auch vegan, meine Frau lebt vegan oder überwiegend vegan. Und ich finde das super interessant und das ist eine tolle Geschichte. Mhm. Und es ist schön, mal andere Veganer kennenzulernen. Genau. Ja, der Hintergrund. Genau. Und von daher, also auch da findet ja, denke ich, Denken statt. Und ja, uns mangelt es an nichts. Und wenn man sagt, uns mangelt es an nichts, dann gibt es natürlich immer noch eine zweite Sache, über die man sprechen muss. Auf der einen Seite mangelt es uns nicht an Mikronährstoffen, aber ich glaube, es mangelt uns auch nicht an Lebensqualität. Ich weiß, dass du sehr gerne kochst. Wir haben uns immer schon mal ausgetauscht. Wie bist du daran gegangen? Ich meine, für dich war es wahrscheinlich relativ einfach, dieser Umstieg von vegetarisch auf vegan, oder? Ja, war sogar noch ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also ich habe mich da schon schwer getan. Doch ein bisschen was, da fehlte noch mal einiges. Also auch so Milch und Joghurt, also überhaupt erstmal diese ganzen Ersatzprodukte so ein bisschen zu finden, das war schon noch mal schwierig. Ansonsten, ja, ich koche sehr gerne und auch ich koche sehr frisch, viele Gemüsen. Aber dadurch, dass man ja auch mir am Anfang gesagt hat, die fehlt ja was, habe ich natürlich geguckt, was brauche ich denn? Hülsenfrüchte, Nüsse, welche Stoffe brauche ich jetzt eigentlich wo? Und habe dann nochmal mit ganz anderen Sachen gekocht. Ne? Also plötzlich standen wirklich Kichererbsen auf dem Speiseplan, die habe ich sonst nie auf dem Schirm gehabt. Da geht jetzt mittlerweile mindestens eine Dose pro Woche durch oder ein Glas. Das sind so viele Lebensmittel, die plötzlich in mein Leben getreten sind, die ich vorher einfach noch nicht kannte, weil ich einfach doch irgendwie einseitig gekocht habe, hatte ich so das Gefühl. Ne? Also, aber wenn du sagst, dass du dich da schon ein bisschen reinfuchsen musstest in diese Umstellung, gab es irgendwelche Internetseiten, die dir da besonders geholfen haben oder irgendwelche Kochbücher, die du dir zugelegt hast, irgendwas, was man den Leuten empfehlen kann, die sagen, naja, eigentlich würde ich auch gerne, ja, aber ich bin da im Moment noch ein bisschen ideenlos. Ja, ich hatte ziemlich am Anfang zwei Kochbücher, die hat meine Nachbarin tatsächlich mir ausgeliehen. Das waren von Attila Hildmann. Von dem kann man jetzt halten, was man möchte. Aber ich hatte, ich glaube, Italian Style, das Kochbuch, und noch irgendein anderes. Ich glaube, Vegan to Go. Die fand ich ganz cool. Mittlerweile finde ich, hat da relativ viele abgefahrene Lebensmittel drin, sowas wie Acai-Beerenpulver. Das wüsste ich immer noch nicht, wo ich das kaufen muss. Oder Dinkelbraun Flakes. Keine Ahnung. Deswegen stehen die jetzt ein bisschen in der Ecke rum, verstauben. Ich habe von, ich glaube, Björn Moschinski noch eins. Das fand ich irgendwie ein bisschen besser, das Kochbuch. Und ich bin Thermomix-Liebhaber. Auch da gibt es viele, viele Thermomix-Rezepte in vegan. Und auch eine große Datenbank voller veganer Rezepte. Und da halte ich mich natürlich gerne dran. Viele Rezepte, die dann auch veganisiert sind. Ich bin dann auch Fan wirklich davon gewesen, einfach wirklich Rezepte zu veganisieren. Also alte Rezepte, die ich mit dem Thermomix schon aufgekocht habe, dann versuchen umzustellen und zu gucken, wie es funktioniert. Ist beim Kochen wirklich nicht das Problem. Schwerer fällt mir dann das Backen, die Nachtische. Da bin ich aber noch nie Profi drin gewesen. Von daher ist das jetzt... Wie du schon sagst, es gibt mittlerweile so viele Rezepte und so viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Ein bisschen tricky ist manchmal noch, dass eigentlich das Veganisieren, also ich finde immer, das Veganisieren von Rezepten ist immer noch schwerer, als direkt in die Suchmaschine einfach das Gericht einzugeben und dann halt vegan vorzusetzen oder danach zu setzen. Ja. Und in der Regel gibt es dann halt schon ein fertiges Rezept. Ja, das stimmt. Ja, aber wir können ja nochmal gucken, also wenn du da zwei Buchempfehlungen hast, Bücher, die dir am Anfang geholfen haben, dann schick mir gerne die Titel nochmal, dann auf jeden Fall irgendwie die Shownotes nochmal mit rein. Dann ist vielleicht der ein oder andere nochmal ein bisschen angeleitet oder hat dann nochmal vielleicht auch eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk, was man sich wünscht. Mhm. Wir sind da in der Zeit, in der Vorbereitung. Ja, stimmt. Ist das vielleicht ganz gut. Ja, wenn wir sagen, uns fehlt nichts und Vorbildcharakter, da sind wir natürlich schon beim nächsten großen Thema. Du bist natürlich nicht nur jemand, der Vorbildfunktion bei den eigenen Kindern hat oder bei den Kindern von deinem Partner, sondern auch in der Schule. Und wenn du da manchmal erzählst, ich meine, du kannst da natürlich nur
recht eingegrenzt erzählen. Wir hauen da ja auch keine Kinder in die Pfanne, das ist natürlich ganz klar, Datenschutz ist da wichtig. Aber wenn du manchmal Situationen erzählst, das finde ich schon krass, wie unwissend viele Kinder und Jugendliche sind. Ja, es ist in der Schule immer wieder spannend. Genau, ganz kurz, ich muss ja dazu sagen, ich bin an einem Berufskolleg. Das sind so meistens die 11. und 12. Klassen, die ich dann habe, die in der höheren Handelsschule sind. Häufig auch Berufsschüler, die jetzt irgendwie erstes, zweites, drittes Lehrjahr sind. Also ungefähr so das Alter zwischen 17 und 20. Genau, das sind so die Kids. Ich habe manchmal das Gefühl, man muss ein bisschen milde mit denen sein. Du sagst immer, die sind unwissend. Ja, sind sie auch. Aber ein bisschen milde muss man damit sein. Wir waren auch lange Zeit unwissend. Da verkneifen wir dem pädagogisch gerne auch mal das ein oder andere Lachen, wenn ich dann gefragt werde, ob man denn von Schwangerschaftshormone in der Milch tatsächlich schwanger werden kann. Aber da kommen manchmal auch öfter Schoten. Also das hat auch nicht nur was mit Veganismus zu tun. Manchmal kommt da auch die Frage, ob bei Hamsterkäufen wirklich Hamster gekauft werden. Also das ist manchmal, glaube ich, einfach auch lustig in der Schule. Wo ich mir natürlich die Frage stelle, ist das ernst gemeint? Oder ich meine, wo? Ja. Okay. Aber gut. Ja, zurück gut, zur Vorbildfunktion. Also meine Schüler wissen das tatsächlich auch, dass ich vegan bin. Ich habe auch spreche da ganz gerne mal drüber und wenn es irgendwie was zu essen gibt oder man hat mein Frühstück gemeinsam oder wie auch immer oder ich bringe Kuchen mit oder jemand anders bringt einen Kuchen mit, weil irgendein anders ist, dann kommt das doch mal zur Sprache oder irgendwas, warum auch immer. Und das sollen die Kids auch ruhig wissen und klar, und dann geht die Fragerei los. Was kann man dann essen und fehlt ihnen nicht was und sowieso und überhaupt. Also das ist, also die sind sehr, sehr interessiert, das muss man allerdings dazu sagen. Also das ist nicht fies oder gemein oder das ist kein Bashing, sondern die sind wirklich immer alle sehr, sehr interessiert, sehr unwissend. Die meisten wohnen ja auch noch zu Hause. Das heißt, sie haben eigentlich gar keinen eigenen Einfluss auf ihre Ernährung. Fragen sich, warum macht man das eigentlich? Das sind doch eigentlich sonst mehr so Ökos, sind sie ja gar nicht. Wie kann das sein? Das ist ja ganz normal. Ja, wie kann man denn ganz normal sein? Und trotzdem vegan, das geht doch gar nicht. Und wieso überhaupt wegen der Tiere? Und also da sind die wirklich sehr, sehr interessiert. Und ich nehme mir dann tatsächlich auch immer die Zeit und versuche da so ein paar Fragen zu beantworten, dass ich die Kids da nicht so ganz im Regen stehen lasse. Und sage dann auch regelmäßig, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir ruhig eine Mail. Das passiert natürlich selten. Aber es gibt wirklich Interessierte, die dann auch hin und wieder mal zu mir kommen und sagen, boah, ich habe jetzt mal den ganzen Tag kein Fleisch gegessen, das geht ja wirklich gut. Oder ich möchte das jetzt auch mal ausprobieren, ich esse sowieso schon ganz wenig. Und also da gibt es immer wieder so kleine Erfolge, die ich da verzeichnen kann, wo die dann einfach mal mehr drüber nachdenken, nachdem wir dann gesprochen haben. So eine Aber das Interessante dabei ist ja auch nicht du stellst dich nach vorne, weil du das Gefühl hast, du musst es raushauen. Sondern es ist wie im wahren Leben, es ist mehr so, dass von außen gefragt wird, oder? Ja, klar. Irgendwie ein T-Shirt, ich meine, du hast im Moment, lass mal ein bisschen tiefer blicken, da steht was, Friends, not food, denke ich mal, genau, da sind sie. Wenn du natürlich mit so einem T-Shirt reinkommst, dann ist natürlich klar, dass die Kids sich ansprechen. Und da dann drauf zu antworten, ich denke, das ist ja auch ein schöner Lehrauftrag, das sollten wir mal machen. Auf jeden Fall, genau. Passiert auch oft genug, ne, dass ich dann irgendwie so einen Button-Aufkleber, mein Laptop aufklappe, wo dann so ein paar Aufkleber drauf sind oder eben so ein T-Shirt trage oder wie auch immer. Klar, dann gebe ich denen so ein bisschen so einen Trigger. Ganz häufig auch die Frage, Frau Hoffmann, warum sind Sie eigentlich immer gut drauf? Sag ich mal, wegen der guten Ernährung. Ganz einfach. Ja, wenn ich mir morgens um 7 schon Burger reinziehen würde, dann wäre das auch nicht so gut. Und dann kommt natürlich habe ich natürlich so den Einsteiger so ein bisschen. Aber ja. Ja, aber es ist aber schön. Aber wie gesagt, ich kenne das aus meiner Kindheit auch, weil unsere Kunstlehrerin und später Werklehrerin, das war damals die erste Vegetarierin, die ich kennengelernt habe. Mhm. Bei uns in der Klasse war der Sohn vom örtlichen Metzger. Und es verging kaum eine Unterrichtsstunde, wo denn da nicht irgendwann die Frage kam, Frau, Sie essen wirklich kein Fleisch? Mhm. Und dann ging das wirklich los. Und dann
hat sie dann eigentlich dann erzählt. Und das war wirklich von allen Seiten ehrliches Interesse. Damals noch großes Unverständnis, wie es dann sein könnte. Leben ohne Fleisch, das haben wir anders gelernt. Aber klar, da fragt man natürlich nach. Genau. Also so ist das tatsächlich auch. Also es ist wirklich ehrliches Interesse. Es sind wenig Kids, die dann da sitzen und aus der letzten Ecke rufen, ach, jetzt erstmal ein Steak oder so. Der Klassiker. Mein neuester Geniestreich ist jetzt, wir arbeiten in der Schule viel online mit Microsoft Teams. Ich habe jetzt zu den Schülern gesagt, wir machen jetzt eine extra Gruppe auf für alle außer mathematischen Themen, weil wir einfach nicht jede Stunde über sowas reden können. Die wissen natürlich, womit sie mich kriegen und womit sie dann den Unterricht ein bisschen ausfallen lassen können. Aber der Lehrplan sagt natürlich was anderes. Und dann habe ich gesagt, komm, wir müssen das jetzt abbrechen, aber wir können das wirklich online fortführen. Ich habe jetzt eine Gruppe eröffnet und habe gesagt, wir können da einfach mal alles reinschreiben. Ich kann da mal ein Rezept reinschreiben, was ihr auch alleine selber machen könnt, wo ihr auch selber für einkaufen gehen könnt. Vielleicht mal einen Teil fürs Frühstück oder wie auch immer. Aber da habe ich nicht nur das Thema Veganismus, da habe ich ganz viele Themen, was ich immer mit den Schülern anspreche, ob es Tierschutz ist oder... Ich hatte mal in einer anderen Klasse mal tatsächlich was über irgendwelche Menschenrechte, wo ich sage, oh komm, lass uns das verschieben jetzt, wir müssen das leider abbrechen. Und ich schiebe das jetzt gerade in diese Online-Gruppe. Gleichzeitig habe ich jetzt von der Schulleitung die Anfrage bekommen, ob ich mich um das Thema Umweltschule kümmern möchte. Ich wäre ja geradezu prädestiniert. Ich sage, das mache ich natürlich gerne. Das heißt, als Lehrer muss man natürlich auch immer so die eine oder andere administrative weitere Aufgabe übernehmen und da gibt es gute und schlechte und ich finde, sich um die Umweltschule zu kümmern, natürlich eine sehr schöne Aufgabe und werde da demnächst dann auch mal gucken, ob man einfach mal so eine, weiß nicht, ob man so eine Gesprächsgruppe einfach zusammen macht, dass man den Kids so eine Plattform bietet und sagt, hey, dann machen wir das in der 7. Stunde und wer dann wirklich noch Interesse hat, der bleibt dann mal eine Stunde länger und dann sprechen wir nochmal drüber. Ob das klappt, ich weiß es nicht. Ich muss da tatsächlich eben fragen, Inke. Umweltschule. Kenne ich nicht. Nee, das ist, man kann sich zertifizieren lassen. Du kannst dich als Schule für alles zertifizieren lassen und klebst dir so ein Banner vor die Tür und dann bist du was. Du bist Talentschule, du bist Erasmus-Schule, du bist Umweltschule, du bist Gesundheitsschule. Da kannst du halt ganz, ganz viele Sachen machen. Wir sind derzeit auch Fairtrade-Schule, weil wir irgendwo mal 3 Fairtrade-Kaffee verkauft haben. Wir sind auch Umweltschule, weil wir mal geschafft haben, 400 Blatt Papier zu sparen oder so. Also grob gesagt so. Ja. Da gibt es dann viele Banner, die man da einfach sich an die Tür hängen kann. Man wird dann zertifiziert es klingt jetzt schlecht, so meine ich das gar nicht. Und wir sind zum Beispiel auch Gesundheitsschule, wir haben ein cooles Gesundheitsteam, da bin ich tatsächlich auch drin, die wirklich viel für die Schüler und Lehrer Gesundheit machen. Wir haben viele Gesundheitstage, viel Aufklärung, Workshops zwischendurch, um einfach so ein bisschen auf Gesundheit aufmerksam zu machen. Wir sind auch Schule ohne Rassismus und haben da immer mal wieder so ein paar Workshops, einzelne Klassen, die vielleicht mal Projekte machen. Und in dem Zuge gibt es auch das Projekt oder die Zertifizierung Umweltschule. Ja, was das genau bedeutet, weiß ich noch nicht. Das wird jetzt meine Aufgabe werden, das rauszufinden. Aber ich finde Ernährung, Veganismus, Nachhaltigkeit, das gehört ja eh alles zusammen. Und da können wir dann gerne mal anfangen, mal über das Mensa-Essen zu sprechen zum Beispiel oder wie auch immer, wenn wir schon Umweltschule werden wollen. Aber spannend wird natürlich, du machst das nicht alleine, du hast Kollegen, Kolleginnen, wie stehen die dazu? Unterschiedlich, aber ich glaube im Kollegium, das ist so ein bunt gemischter Haufen wie, glaube ich, überall auf der Welt. Ich habe Kollegen, die da sehr interessiert sind. Ich habe auch vegetarische Kollegen, einige, die Veganismus ausprobiert haben, einige, die sowieso schon Nahrungsunverträglichkeiten haben und dementsprechend eh offen gegenüber anderen Ernährungsformen sind. Ich habe aber auch Kollegen, die mich bashen und die mir dann sagen, Stillen wäre nicht vegan zum Beispiel. Es wäre ja auch nicht pflanzlich. Hä? Ach komm. Thema vorbei. Lass mich in Ruhe weiter frühstücken. Ich habe von bis auch da die komplette Bandbreite und natürlich sind aber die Menschen, die sich dann mit Umwelt, Nachhaltigkeit oder die sich für die Themen interessieren, dann auch solchen Themen gegenüber offen. Wir haben auch schon Unterrichtsreihen kreiert, damals zusammen mit den Referendaren, da ging es dann tatsächlich in der kompletten Unterrichtsreihe um das Thema Fleisch essen, ja oder nein. Da sollten die Schüler dann Vor- und Nachteile raussuchen und am Ende zusammenfassen und einen imaginären Brief an die Schulleitung schreiben.
aber auch schon gemacht. Also die meisten sind ja, wie eigentlich alle Menschen, die man so trifft, sind ja davon überzeugt, dass es ja auch gut ist, weniger Fleisch zu essen. Es gibt ja kaum einen da draußen, der sagt, wir müssen mehr Fleisch essen. Das ist ja das Problem. Nur kaum einer setzt es ja um. Ne? Also du kennst ja die Leute, die dir sagen, ich esse übrigens auch schon ganz wenig Fleisch und wenn, dann nur vom Metzger nebenan. Klar, wo ich mir natürlich immer die Frage stelle, wer kauft all das andere Fleisch, was in den Discountern, in den Regalen liegt. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Und abgesehen davon, würdest du jetzt vor 100 Leuten stehen und diese 100 Leute fragen, wer von euch ist für Massentierhaltung, für das Einfärchen von Hühnern auf engstem Raum? Da wird natürlich keiner aufzeigen. Und alle Nein, eben. Sagen, das will ich natürlich nicht. Aber es ist schon komisch, wie die Menschen das trennen können. Ja, genau. Wie ich es ja selber auch lange Zeit getrennt habe. Also für mich war ja auch, meine Mutter kommt vom Bauernhof, mein Vater kommt vom Bauernhof. Mhm. Das war für mich als Kind ja auch alles ganz normal. Ja, ich kenne das selber auch gar nicht anders. Ich bin auch viel auf Bauernhöfen groß geworden. Milchviehhaltung, ich komm gebürtig aus Ostfriesland, da ist viel Milchviehhaltung. Wir haben direkt neben dem Bauernhof gewohnt. Ich habe dabei zugesehen, wenn die Kälbchen geboren worden sind und ich habe auch dabei zugesehen, wenn die Kälbchen weggetragen worden sind. Das war völlig normal. Das hat man nicht hinterfragt, viel zu lange nicht. Nur guckt man sich das heute nochmal an und sagt, warum eigentlich? Deswegen sage ich auch, ich bin so milde mit meinen Schülern, wenn die was nicht wissen. Oder ich bin auch so milde, ein bisschen milde mit denen, muss man ja auch sein, weil wir ja selber lange das nicht gewusst haben. Da kann man nicht stehen und sagen, ach, du aber, ne? schlimm oder so. Ich glaube, das würde ja auch jedem nur das Gefühl geben, was falsch zu machen. Das ist es ja nicht. Ne? Aber immer so ein bisschen, ich versuche immer so ein bisschen dieses Deckmäntelchen einfach wegzunehmen, zu sagen, guck mal, so ist das in Wirklichkeit. Neulich wirklich einen Schüler gehabt, der kam dann zu mir und sagte, Hoffmann, ich mag jetzt wirklich kein Fleisch mehr essen. Da habe ich gesagt, ja, ehrlich gesagt, ich habe da jetzt aber nicht so viel zu beigetragen. Ich habe ja nichts anderes, dass wir darüber gesprochen haben, wie das hergestellt wird. Was viele Schüler haben dann wirklich dazu beigetragen, was in so einer Wurst drin ist. Und besagter Schüler hat dann gesagt, jetzt mag ich das nicht mehr. Ich gesagt, aber wir haben da keine Unwahrheiten dazu gedichtet. Wir haben jetzt nur dieses Deckmäntelchen mal gelüftet. Ja, also ich glaube, wenn wir gläserne Fleischhäuser hätten oder gläserne Metzgereien, so wie es bei den Bäckereien im Moment ja ein ganz großer Modetrend ist, dass man in die Backstube reingucken kann, ich glaube, dann würde der eine oder andere sich überlegen, ob er denn dann noch ein Stück möchte. Genau. Sicher so. Aber du hast gerade schon erzählt, du bist in Emden groß geworden, in der Nähe von Emden. Ja, genau, Emden. Da sind wir natürlich bei der Familie. Wie haben die das aufgenommen, dass auf einmal Imken Sonderweg geht? Ja, meine Eltern, naja gut, vegetarisch war ja schon ein bisschen schwierig für die am Anfang. Vegan, wie haben die das aufgenommen? Ich habe ja dann jetzt auch schon nicht mehr zu Hause gewohnt, als ich mich dafür entschieden habe, deswegen war das nicht so schlimm. Wenn ich jetzt nach Hause komme zu meinen Eltern und wenn ich da bin, ich koche dann ganz häufig auch selber, weil meine Mutter sagt, mir ist das zu kompliziert, mach du mal das Essen. Dann koche ich halt. Gerade wenn ich dann eben die Kinder mitbringe. Die haben mir reagiert. Essen sie dann mit? Ja? Essen sie dann mit? Ja, die essen dann mit. Ja, okay. Ja. Das ist auch kein Problem. Auch wenn meine Eltern zu mir kommen, das wird dann mitgegessen. Meine Mutter backt auch komplett vegan, wenn sie was für mich backt. Bis auf die Kekse, die sie dann neulich mal hatte und sagte, also da ist aber auch wirklich so und so viel Kilo nur ein einziges Ei drin. Jetzt stell dich mal nicht so an. Auch das ist eine Geschichte, die wir... Aber ja, da bin ich dann auch... Bewusst oder unbewusst, also die Geschichte, wie ich eingeladen war, Nachtisch zu essen, weil der vegan ist und ich den dann gegessen habe und total begeistert war und gesagt habe, also wie du dieses Butteraroma hinbekommen hast, also das ist fantastisch. Ja. Und in dem Moment sehe ich bei meinem Gegenüber Ratter. Butter. Nicht vegan. Ach, scheiße. Aber ich sage immer, ich bin vegan und nicht bekloppt. Ich habe mein Schälchen leer gegessen. Aber es ist natürlich so, das, was Veganismus ausmacht, ist, dass wir halt drauf achten. Und genau. Das nicht bewusst machen, sondern dass, wenn wir die Wahl haben, uns halt dagegen entscheiden. Genau. Vom Freundeskreis her und so, das ist so eine Frage, die ich eigentlich auch immer nochmal stelle, weil es halt viele betrifft. Mhm. Alle haben
alle, die jetzt gerade vielleicht zuschauen, haben irgendwo Freunde und haben wahrscheinlich solche und solche Erfahrungen gemacht. Ja. Wie war das bei dir? Da ich ja sowieso schon immer so ein bisschen anders war, meinen eigenen Weg gegangen bin, war das jetzt auch nicht mehr überraschend. ich habe das Gefühl, ich habe da aber auch so ein paar Nacheiferer, die jetzt tatsächlich auch vegan oder zumindest größtenteils vegan leben. Also meine Freundin, die, glaube ich, so ziemlich jetzt auf Fleisch- und Milchprodukte verzichtet. Ein weiterer Freund, der sich jetzt auch dazu entschieden hat, auch aus Umweltgründen. Kritik oder sowas gab es da eigentlich nie. Eigentlich immer vollstes Verständnis. Ich habe das auch relativ flott kommuniziert, damit ich dann nicht auf dem Trocken bin, sobald ich auf einer Party eingeladen bin. Ja klar, die eine oder andere Diskussion gab es dann schon am Anfang. Mittlerweile ist das aber gar kein Problem. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass du viel damit wettgemacht hast, indem du für deine Freunde gekocht hast, oder? Weil ich meine, du bist schon jemand, der ja auch gerne Gäste hat. Ja, also damit passiert natürlich ganz viel. Ich habe zum Beispiel immer, wenn ich Geburtstag gefeiert habe, immer ein riesengroßes Frühstück gemacht. Und da habe ich ja die letzten Jahre dann immer ein veganes Frühstück gezaubert, also über veganen Lachs und selbstgemachte vegane Leberwurst und vegane Schnitzel dazu und das volle Programm, also wirklich das volle Programm mit Eiersalat und allem drum und dran, was man sich eben vorstellen kann. Also alle diese nachgemachten fancy Sachen. Ich habe zwar auch ein bisschen vegane Wurst und Käse gekauft, da bin ich komplett drauf sitzen geblieben, das wollte überhaupt gar keiner essen. Das war völlig uninteressant, weil diese ganzen selbstgemachten Aufstriche und wie gesagt, sowas wie ein veganer Lachs aus Möhrenstreifen, da sind die total drauf abgegangen und haben gesagt, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Also wenn das so vegan geht, ne? Also warum soll man das andere denn noch essen? Also wir sollten das Rezept vielleicht auch noch verlinken. Der vegane Lachs, der ist super. Ja, den verlinke ich total gerne. Der ist, genau. Na gut, dann schicken wir den auf alle Fälle nochmal zu. Schicke ich dir auf jeden Fall dann noch, genau. Ja, und damit kann man natürlich ganz, ganz viel übers Essen, kann man ganz viel machen. Was mir am Anfang schwer gefallen war, als ich mich selber dafür entschieden hatte, da fehlte mir natürlich selbst einiges an Wissen, dass man adäquat antworten kann. Sprich, ich habe mich dafür entschieden, war ja selber noch so ein bisschen unsicher, mache ich jetzt das Richtige oder nicht? Und dann kommt einer um die Ecke und sagt, ja, jetzt fehlt dir aber Zink. Und ich so, ja, echt jetzt? Weiß ich nicht, keine Ahnung, habe ich mich noch nicht mit... So, und dann kommen die mit so Halbwahrheiten manchmal um die Ecke und versuchen, einen da irgendwie an die Wand zu reden. Also ich habe da ein, zwei blöde Diskussionen, das weiß ich noch damals gehabt, wo ich selber noch nicht genug Wissen hatte. Mittlerweile habe ich das Wissen ja und habe ja auch aus diesem ganzen Bullshit-Bingo auch auf alles eine passende Antwort eigentlich. Da habe ich allerdings auch erlebt, dass meinem Sohn das auch passiert ist in der Grundschule tatsächlich, dass der von seinen Mitschülern und auch von einer Betreuungsperson dann, naja, nicht angegangen, aber schon darauf angesprochen wird, so nach dem Motto, ja, jetzt fehlen dir aber Proteine, und der saß natürlich mit seinen 9 Jahren da und wusste natürlich keine Antwort drauf. Das tat mir sehr leid. Musste ich dem auch erstmal so ein bisschen Hilfestellung geben, dass er dann anständig darauf antworten kann, damit er dann nicht in diese Unsicherheit kommt. Der kam nach Hause, war ganz traurig und hat gesagt, Mama, die haben gesagt, ich muss wieder Fleisch essen, weil sonst fehlt mir was. Ne? Ja, aber das sind diese dieses Halbwissen. Genau. Das auch noch, wie ich die Entscheidung getroffen habe, ein guter Bekannter direkt auf mich zukam und sagte, ja, aber danach, glaub es mir, dir fehlt was und du wirst krank werden. Und bis heute nicht, ne? Wenn ich mir meine Blutwerte angucke, also ich meine, mein Arzt ist immer ganz begeistert, also die Sorgen muss ich mir da auf alle Fälle nicht machen. Nee, genau. Also ich habe dann auch zu meinem Sohn gesagt, ich habe ihm, ich habe gedacht, wie machst du das? Also ich kann mich natürlich hinsetzen, kann da jetzt die ganze Tierhaltung runterrattern, warum das eine gute Idee ist, ein Präparat zu schlucken, aber wenn ich dafür eben andere Medikamente nicht schlucken muss oder eben Tiere retten kann, dass das irgendwie eine gute Idee ist. Das wollte ich jetzt meinem Sohn nicht antun. Dem wollte ich da jetzt nicht mit irgendwelchen Krankheiten kommen oder mit irgendwelchen Tierschlachtgeschichten. Ich habe ihm dann, ich habe ein bisschen mit den Betreuern dann gesprochen, habe gesagt, hören Sie mal zu. Also ich fände das jetzt schon ganz schön, wenn ihr ihn mindestens in Ruhe lasst damit, wenn nicht sogar unterstützt in seiner Entscheidung, weil ich finde, das ist schon für ein 9-jähriges Kind eine große Entscheidung, wenn er sagt, ich möchte das jetzt so machen.
Und habe ich dann eine Mappe gebastelt mit veganen Superhelden und habe dann mal alle Tiere aus dem Tierreich, die vegan leben, die klassischen Gorilla, Elefanten, Nashorn, keine Ahnung, welche Tiere, Kuh, Pferd hast du nicht gesehen, alle mal so ein paar schöne Fotos, ein paar vegane Sportler dann ein paar Fotos gemacht und habe ihnen das mitgegeben und habe gesagt, hier, bitteschön, zeig doch mal deinen Schulfreunden, was Veganer alles können. Und bin dann so ein bisschen über die Schiene halt hin, dass ich ihnen dann gesagt habe, so, vegan geht auch sehr gesund und sehr kräftig und ausdauernd und langlebig. Und damit ist er dann ganz gut gefahren, so, also mit dieser positiven Bestärkung. Ja. Ja, ich denke, das ist generell immer der richtige Weg. Lieber positiv daran gehen, womit du jetzt mehr oder weniger unbewusst wahrscheinlich, aber schon ein weiteres Thema angesprochen hast, wo ich auf alle Fälle mit dir noch drüber sprechen möchte. Wir haben gerade über leistungsstarke Tiere gesprochen. Und du hast eingangs gesagt, eines deiner Hobbys ist Reiten. Hast das dann allerdings ein bisschen zurückgenommen, hast gesagt, dich um dein Pferd kümmern. Mhm. Ich finde die Geschichte von dir mega spannend. Erzähl doch noch ein bisschen dazu, was sich da für dich verändert hat. Ja, also ich habe ein Pferd, die habe ich jetzt schon seit 22 Jahren. Die habe ich eben damals mit 14, 15 bekommen und bin sie ganz normal geritten, wie Kinder einfach Pferde reiten, so ist das nun mal. Und Pferde sind zum Reiten da und ich habe viel Reitsport, Turniersport, wie man das halt so macht. Jetzt in den letzten Jahren, sie ist natürlich jetzt auch schon älter geworden, sie ist jetzt 28, habe ich sie natürlich jetzt die letzten 10 Jahre auch nicht mehr so wirklich viel geritten. Das war dann immer mal so zum Ausreiten. Aber nichtsdestotrotz war sie halt da als Reitpferd schon und ich bin dann über diesen Veganismus ja mit der Frage konfrontiert worden, ist das vegan? Ist Reiten eigentlich vegan? Und habe dazu interessanterweise ein Buch gelesen von, ich glaube, Karin Duvet hieß es, Anständig Essen. Da bin ich alles täuscht. Die ist dann eigentlich alle Ernährungsformen also durchgegangen, angefangen bei, ich glaube, Vegetarier da sein, dann vegan, später sogar Frutarier. Die hat so ein paar Sachen einfach mal ausprobiert und hat dann alles ein bisschen ja, hinterfragt und beschrieben, was sie gemacht hat, hat selber auch wohl ein Pferd und hat das da an der Stelle auch mal beschrieben. Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt eigentlich. Warum muss denn das Pferd jetzt eigentlich, wenn ich jetzt gerade Bock habe, auszureiten, jetzt gerade vom Heu weg? So, ganz blöd gesagt. um dann die restlichen 23 Stunden wieder im Stall rumzustehen. Ja, und dann habe ich mich gefragt, ist das vegan? Ich habe auch noch keine adäquate Antwort drauf. Mein Pferd ist jetzt einfach alt und wird nicht mehr geritten. Vielleicht hätte ich sie noch ein paar Jahre länger reiten können, ich weiß es nicht. Mittlerweile ist sie einfach auch ein bisschen Rückenleiden und so weiter, dass ich dann irgendwann gesagt habe, so, das war's jetzt, die hat jetzt Rente und da brauchen wir uns da auch keine Gedanken drüber machen. Wir gehen spazieren, die genießt ihre Rente, die hat einen Offenstall, in dem sie steht, steht aber die Hälfte des Tages immer draußen mit ihren Freundinnen und frisst ihr Heu und hat so ihren Lebensabend, so ein bisschen auf Gnadenhofbasis. Die hat jetzt ihre Rente. Wie gesagt, gleichzeitig, ich glaube, ich will jetzt auch keinen verteufeln, der sagt, Mensch, ich reite aber und ich bin vegan. Ich glaube, dass man das auch mit guter Pferdehaltung bestimmt gut hinkriegen kann. Da gibt es ja auch von bis. Es gibt dann Turnierreiter, ihre Pferde dann bei 42 Grad durch einen Springparcours jagen. Das ist schon fraglich, wie viel Tierliebe ist da so bei. Ja, schwierige Kiste. Ich bin froh, dass ich diese Frage für mich nicht mehr beantworten muss, weil ich kein junges Pferd habe. Mein Pferd ist einfach alt. Die wird Zeit ihres Lebens nicht mehr geritten werden. Und sie kann froh sein, dass sie jetzt noch betütelt wird und einen schönen Lebensabend hat. Und ich glaube, du bist ja nicht, du hast es ja nicht, das Pferd nicht zu Hause stehen, sondern du hast es am Stall. Das kommen andere Pferdebesitzer, Besitzerinnen mit dazu. Gibt es da irgendwie Diskussionen oder was erlebst du da? Nee, überhaupt gar nicht. Also das hat ja auch, dass ich sie nicht reite, hat jetzt ja auch nichts damit zu tun, dass ich sage, ich reite sie nicht aus ethischen Gründen, sondern wirklich einfach, dass ich gesagt habe, die ist jetzt einfach auf Rente, Punkt. Ansonsten sind Reiter so ein ganz eigenes Völkchen.
da macht jeder seinen eigenen Kram. Also ich werde jetzt nicht beigehen und werde jetzt irgendjemandem sagen, hier, das machst du jetzt aber mit deinem Pferd, das ist aber nicht so nett, was du da jetzt gerade tust. Und umgekehrt eben auch nicht. Also es ist ein ganz, ganz interessantes Völkchen, so Reiter unter sich. Und ja, da hat das Thema Veganismus eigentlich überhaupt gar nichts zu suchen. Da gibt es den einen oder anderen Vegetarier, vielleicht auch mal einen Veganer dabei. Aber grundsätzlich ist das da eigentlich eher weniger ein Thema. Ja gut, ich meine, letztendlich müsste man dann das Thema ja auch noch mal ein bisschen weiter fassen, müsste sagen, na, wie artgerecht ist es, eine Katze im Haus zu halten? Wie artgerecht ist es, den Hund dazu zu zwingen, jetzt am Morgen, jetzt am Nachmittag oder am Abend mit mir zu gehen, obwohl er vielleicht lieber oder die Hündin lieber im Körbchen liegen würde? Also da kann man das Ganze halt sehr, sehr weit fassen. Absolut. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Grauzonen, wo man sich so als Veganer mal entscheiden muss, entweder gehe ich jetzt den oder den Weg. Ne? Also wie ich, es ist jetzt der geringste Weg des geringsten Widerstands oder geringste Schmerzes. Ne? Also was gebe ich denn meiner Katze zu fressen eigentlich? Also ne, geht das vegan ernähren oder nicht? Oder der Hund braucht Diätfutter? Das gibt es aber nur in nicht vegan. Also da gibt es ja so viele Fragen, die noch so offen sind. Deswegen, wie gesagt, kann man da, glaube ich, für sich muss man da so einen bestimmten Weg finden. Ich finde auch Pferdehaltung schwierig. Ich habe jetzt für mich einen Weg gefunden, dass ich das Gefühl habe, mein Pferd steht gut. Pferde sind soziale Wesen, aber die wirklich jeden Abend wieder in so eine relativ kleine Box reinzuschieben, ist eine Frage. Ich habe aber auch schon große Boxen ausprobiert, wo einfach viele Pferde in so einem Offenstall zusammenstehen. Aber das funktioniert auch nicht immer. Das funktioniert auch nur bei guter Sozialstruktur aller Pferde, die dann zusammen sind. Und da mein Pferd immer rangniedrig ist, die hat ihr Auge verletzt, die ist blind auf einem Auge, ist sie immer rangniedrig, hat das auch nicht funktioniert. Also ja, man muss da, glaube ich, Kompromisse eingehen. Und ich glaube, da habe ich jetzt für mich jetzt erstmal den besten Kompromiss für die letzten Jahre gefunden. Aber ich glaube, da gibt es viele andere Pferdebesitzer, die das anders sehen und anders halten und auch da, es gibt wieder Pferde, die gerettet werden wollen, die dann auch irgendwo untergebracht werden müssen, wollen, sollen. Ja, genau wie bei Katzen. Also wieder die Frage, was, ich meine, auch wenn der Stall, wo ich das Pferd jetzt unterbekomme, nicht so groß ist, ist aber unter Umständen dieser Stall um Längen besser oder noch größer, schöner, wie da, wo das Pferd vorher gestanden hat, wenn es aus der Rettung kommt. Also, ja, eben. Das ist das eine. Umgekehrt geht es mit Kühen, mit Schweinen ja genauso weiter. Wenn ich ein Schwein wirklich davor rette, dass es halt nicht geschlachtet wird und ich habe es dann in meinem Gehege mit anderen zusammen. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, ein Wildschwein im Vergleich würde viel mehr Strecke laufen, aber wenn ich einen schönen Platz anbiete. Aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man sich Gedanken darüber macht. So wie du schon gesagt hast, dass man seinen eigenen Weg findet. Ja, ja, und der ist ja auch nicht abgeschlossen, dieser Weg. Ich glaube, der ist ja auch nie abgeschlossen, so eine vegane Transformation. Ne? Also die beginnt ja irgendwo und man geht immer weiter und findet noch wieder einen Weg, den man gehen kann, wo man sich weiterentwickelt oder wo man so einen guten Lebensweg irgendwie findet. Ne? Hast du das Gefühl, dass sich durch deine Entscheidung, vegan zu leben, auch noch andere Dinge verändert haben, weil du das gerade so ansprichst? Also bei vielen erlebe ich ja zum Beispiel, seitdem sie vegan sind, dass sie mehr auf Verpackungen achten. Ja, genau, richtig. Also das ist natürlich der größte, ne, wo ich euch gleich am Anfang auch, ich habe ja gesagt, ganz am Anfang, dass ich ja wegen dieser Umweltschäden dazu übergegangen bin und habe gesagt, ich mache jetzt vegan und nicht mehr nur vegetarisch. Genau, und in dem Zuge war für mich Verpackung oder Müll eben auch ein großes Thema, also Nachhaltigkeit, Umwelt sowieso. Genau, Verpackung, Müll, wir haben ja auch einen Unverpacktladen, bei dem ich bestellen kann. Ich bestelle auch gerne mal Gemüse in der Kiste, sodass ich das nicht verpackt im Supermarkt kaufen muss. Von einem Bioladen. Ich kaufe gerne Bio ein. Ich habe mein eigenes Gemüse häufig im Garten, das ich dann gerne nutze. Auch Bio natürlich dann. Ja, klar achte ich darauf. Ich habe so ein bisschen versucht, mich mit dem Thema Minimalismus auseinanderzusetzen. Ja, einfach weniger zu haben, weniger zu kaufen, weniger zu verbrauchen, mal ein bisschen auszumüllen,
sich nicht so voll zu stopfen mit Sachen, mit Kram, mit Klamotten. Ja, da habe ich mich mit beschäftigt, was bei Kindern übrigens ganz schön schwierig ist. weil die mal ganz viel Krempel mitbringen von allen Ecken und Enden. Ja, das hat sich auf jeden Fall verändert. Ich habe aber generell auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich ein bisschen mitfühlender geworden bin. Ich weiß nicht warum, dass ich so generell so ein bisschen ruhiger geworden bin, so generell so einen Blick auf die anderen Sachen habe. Aber das weiß ich nicht, in welcher Form diese Transformation zustande gekommen ist. Das weiß ich wirklich nicht. Vielleicht durch den Sport, dass ich da so ein bisschen runtergekommen bin mittlerweile oder durch den Berufswechsel damals. Aber ja, das ist, damit kommen wir schon fast, weil die Zeit fast um ist, zum letzten Thema, wo ich dich aber natürlich drauf ansprechen muss, weil du bist begeisterte Läuferin. Mhm. Also das heißt, nicht nur das Pferd muss arbeiten, du läufst selber. Können wir das direkt klarstellen. Du läufst ganz schöne Strecken, läufst regelmäßig, im Moment besonders regelmäßig. Erzähl mal so ein bisschen, wie ist es bei dir zum Laufsport gekommen? Was begeistert dich am Laufsport? Zum Laufsport bin ich, glaube ich, gekommen durch Freunde. Mein Freundeskreis ist komplett gelaufen. Wir haben so eine kleine private Gruppe noch von damals. Die sind irgendwie alle gelaufen. Ich hatte ja immer die Ausrede, irgendwie gerade einen Säugling zu haben oder mal schwanger gewesen zu sein. Aber gut, jemand zählt das ja auch nicht mehr. ich hatte einfach auch viel zu viele Kilos auf den Rippen. Und dann habe ich immer gedacht, ich muss Sport machen. War im Fitnessstudio eine Weile lang, damit das alles ein bisschen runtergeht. Ans Laufen bin ich dann tatsächlich gekommen, weil durch den Veganismus, muss ich ehrlich sagen, ich habe, als ich meine Ernährung umgestellt habe, relativ zügig ganz viele Kilo verloren. Erstmal, ich glaube, durch diesen Stoffwechsel, der sich umstellt, hat es bei mir richtig einmal Peng gemacht und ich glaube, ich habe 10 Kilo verloren. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt versuchst du es nochmal mit dem Laufen. Ich habe als Mitzwanziger mal beide Knie operiert gekriegt, deswegen habe ich immer gedacht, das mit dem Laufen wird nicht so richtig was. Und ich habe es dann einfach mal angefangen. Und genau, was mich da dann einfach fasziniert oder warum ich dabei geblieben bin, dass man das einfach jederzeit machen kann. Also Fitnessstudio hat mich wahnsinnig genervt, dass sie in der Mittagspause zu hatten, wobei ich mittags gerade nach Hause kam. Wann soll ich ins Fitnessstudio, wenn ich nachmittags die Kinder wieder da hatte? Das hat mich richtig genervt. Und so bin ich mittags nach Hause gekommen und bin eine kleine Runde laufen gegangen. Und vielmehr fasziniert mich, dass man ziemlich schnell ziemlich viele Erfolge sieht beim Laufen. Also ich habe angefangen mit einem Kilometer, glaube ich. Da war ich ja schon aus der Puste, ihr kennt das wahrscheinlich alle. Und das ging ganz, ganz flott, dass man da auf 2, 3, 4 Kilometer war. Plötzlich waren es 5, die man mal durchlaufen konnte. Und das geht ja bis heute weiter. Und heute laufe ich Strecken, du sagst weite Strecken, ja. Aber sag dir mal, was war deine weiteste Distanz, die du dieses Jahr in Corona-Zeit, ohne dass es öffentlich war, gelaufen bist? Ja, also das weiteste war ja der Marathon dieses Jahr tatsächlich. Den ich mir ja mal vorgenommen habe, weil ich einfach der Meinung war, man muss sich kleine eigene Ziele stecken. Ich stecke mir unheimlich gerne kleine eigene Ziele, um einfach an der Stange zu bleiben. Und entweder ist es eine Laufveranstaltung, wo man sich für anmeldet und da die alle ausgefallen sind, habe ich gesagt, na gut, dann laufe ich halt selber den Marathon. Und dabei geht es mir übrigens gar nicht so sehr um die Leistung, die ich da abgeliefert habe, wie schnell, das ist dann am Ende egal, sondern es geht mir ja wirklich um das Machen, um das mal gemacht zu haben. Und am besten noch mit toller Begleitung und dass ich mich einfach ein paar Stunden schön unterhalten habe daneben, weil das war also wirklich toll. Genau, und diese genau und dieselbe Challenge treibt mich jetzt gerade dazu an, dass ich den kompletten November durchlaufe, also einen Streak laufe, jeden Tag mindestens eine Meile. Wobei uns unser Nebenprojekt, das Projekt Bewegung hilft, ja sogar dazu motiviert, fast jeden Tag 5 zu laufen. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Also den Link sollte ich auf alle Fälle auch nochmal reinsetzen. Auch, genau. Genau, also die Bewegung hilft, das ist natürlich eine Knallermotivation, wenn wir sehen, dass wir uns da mit anderen Gruppen, die wir ja überhaupt gar nicht kennen, einfach betteln und versuchen, dass wir da jeden Tag unsere 5 Kilometer abreißen. Und dabei noch einen guten Zweck erfüllen, also im absolut, Spendenaktion, ne? Laufen. Wir laufen da jetzt Spendengelder zusammen noch und nöcher. Ich finde das jedes Mal wieder großartig. Genau, aber das sind so die kleinen Challenges, die mich so ein bisschen bei der Stange halten. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen, es motiviert mich ungemein. Und wenn ich mir vorgenommen habe, ich laufe den November durch, dann laufe ich den auch nur durch. Und dann gibt es auch ganz bescheidene Tage, wo ich dann echt den ganzen Tag zu nichts komme und dann abends um
8 die Kinder ans Bett stecke und dann feststelle, verdammt, ich war ja noch gar nicht laufen heute. Und dann muss ich wohl oder übel noch mal eine Runde aufs Laufband, das ich zum Glück allerdings ja unten im Keller stehen habe. Aber mehr als 3-4 Kilometer wird es dann auch nicht. Aber dann zumindest da Haken dran. Manchmal sind es ja dann auch nur die 2, die für den Streakerhalt dann reichen. Aber auch da, nach dem Laufen ist es immer gut. Es ist ja nie so, als wäre man gelaufen und hätte hinterher gesagt, das war jetzt aber eine doofe Idee. Also nach dem Laufen ist man ja immer froh, dass man es gemacht hat. Selbst wenn es abends nur die Viertelstunde nochmal gerade war. Und ja, ich freue mich, dass ich so eine Challenge gerade aufrechterhalten kann. Ich werde die im Dezember auch weitermachen, denke ich. Sehr, sehr gut. Und du machst das nicht nur alleine für dich, sondern du triffst dich auch immer wieder mit uns. Darüber haben wir uns kennengelernt. Bei Laufen gegen Leiden. Auch das werden wir unten nochmal verlinken mit den Gute-Nacht-Läufen und mit den verschiedenen Laufveranstaltungen, die wir gemacht haben. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir uns auch getroffen haben an der Mosel. Jetzt dieses Jahr, glaube ich, ja. Genau, richtig. Also das ja sowieso. Ich habe ich habe mal hier für die Vorbereitung beim Hermannslauf bei einer Laufveranstaltung oder beim Lauftraining teilgenommen vom Active Sport Shop in Herford. Und habe da dann gelernt, dass das auch okay ist, in der Gruppe zu laufen und auch mal zu quatschen und auch mal stehen zu bleiben und ein Foto zu machen und auch mal die Aussicht zu genießen und auch mal den Weg zu genießen. Ich bin vorher immer überall durchgeballert, weil ich immer schnell sein wollte und schneller werden wollte. Und ich habe dann mit diesen Gruppenläufen, die wir ja auch auf den Laufcamps machen, festgestellt, dass das voll schön ist, einfach mal mit dem zu quatschen oder mit dem. Und dann kann man zwischendurch mal wieder ein bisschen Gas geben. Klar, dann gibt es auch ambitionierte Sportler, die dann auch mal mehr Gas geben. Aber das habe ich gelernt, dass es für mich auch eine ganz wichtige Sache ist, auch mit Leuten zu laufen. Also nicht immer nur alleine unterwegs zu sein. Ist auch schön, auch für den Kopf. Gerade wenn man mich den ganzen Tag von allen Seiten zugetextet hat. Aber dieses Treffen und auch Leute, Gleichgesinnte kennenzulernen bei den Laufcamps, möchte ich absolut nicht missen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in den letzten Jahren gewesen. Wenn wir das jetzt nochmal quasi in einen Lehrauftrag nach draußen hin zusammenfassen, dann wäre es, glaube ich, sowohl für den Veganismus, also für die, die jetzt noch gar nicht vegan sind, aber sich dafür interessieren und auch für die, die sich fürs Laufen interessieren, der Weg der kleinen Schritte, die kleinen Schritte setzen. Anfang ist, glaube ich, wichtig. Ja, der Weg der kleinen Schritte. Irgendwo anfangen, Faden aufnehmen, mal versuchen. Ja. Klingt gut. Mhm. Schöner. Ich glaube, Anfang. Schöner Anfang ist gut. Können wir es nicht beenden? Auch wenn jetzt passend zum, wie du sagst, Anfang ist wichtig. Wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen. Das war mir eine Riesenfreude, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast jetzt gerade kinderfrei, aber kann man natürlich mit allen möglichen Sachen füllen. Aber dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview, finde ich ganz, ganz große Klasse. Und ich freue mich drauf, denn ich denke, wir werden noch ganz oft zusammenlaufen. Und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hab eine schöne Zeit und ich sag mal, bis bald. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und ja, freut euch auf die nächste Folge, die ganz sicher kommt. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.